Es war, also ich glaube, für mich war es am einfachsten, weil ich spreche ja auch Deutsch, aber die meisten, also Johannes spricht auch sehr gut Spanisch, das stimmt. Claro. Ja, klar. Für mich war es ja andersrum, dass eben ich das, ich war sehr dankbar, dass das, also wirklich alle von euch einfach irgendwas auf Spanisch noch in dem Song drin gelassen habt oder ich sage ja nicht zu viel, aber dass es wirklich so die Mühe gegeben habt, Spanisch zu singen, obwohl ihr die Sprache gar nicht spricht. Und also ja, Paddy ist ja eigentlich der Profi-Spanier. Aber das stimmt schon, das ist wirklich, also auch wenn man, ich meine, jeder von uns hat mal früher englische Songs gelernt durch die Musik, aber es hat erstmal lange gebraucht, bis der Song überhaupt im Kopf war. Deswegen ist es, also ich glaube, die Texte waren für mich, und ich, also nicht nur für mich, glaube für alle, der größte Challenge war am Anfang. Man dachte, okay, ich hoffe, dass der Text drin bleibt und dass ich nicht den zweiten Verse singe und nicht und den ersten. Und dann und das war, glaube ich, so die größte Angst. Aber wie gesagt, die ersten Shows waren wirklich so, oh, so richtig nervös und Nervosität also im Extrem. Und dann haben wir es wirklich entspannt und dann haben wir gesagt, okay, wir haben jetzt Spaß hier. Und wir waren auch happy, wenn der Song fertig war von uns und dann konnten wir uns dann entspannen. War ganz geil, ja. Kannst du dir vorstellen, auch häufiger auf Deutsch zu singen? Also, nein. Doch, also, ich glaube, es ist sowas, es ist... Ich finde, am Ende ist es, das Schöne bei dieser Sendung ist eben, dass man nicht über Strategie nachdenken muss, über okay, macht das jetzt Single als nächstes Single, ist es jetzt gut für, was denken jetzt die Fans in Spanien, wenn ich Deutsch singe, die denken, ich bin dann total verrückt. Klar, das Ding ist, in der Show brauchst du das gar nicht überhaupt dir überlegen. Du bist einfach da, hast einfach Spaß und wenn es Sinn macht, auf Deutsch zu singen, wieso nicht? Und wieso nicht auf Englisch, wieso nicht auf Spanisch? Und das ist das Schöne an der Show, ja. Es war, glaube ich, ich weiß es nicht, aber ich meine, das ist die bisher internationalste Staffel war. Ja, und der frühere Chefredakteur von Vox hat mir erzählt, ihr seid die bestaufsehendste Staffel. Das sagt er natürlich, nachdem er Vox verlassen hat. Ne? Aber es ist ja, man hat uns alle gebeten, diese Show in drei Worte zu beschreiben. Mhm. Und ich habe einfach, es ist echt geschrieben. Weil es ist wirklich so, dass Vox und Talpa uns so viel Vertrauen schenken, einfach das zu machen, was wir wollen. Also da wird nichts gescriptet. Klar hat man so ein paar Dinge, die so als Struktur dienen. Es wird ein Video eingespielt, man muss einen Song von denen, in dem der Abend halt gewidmet ist, singen. Aber der Rest ist alles einfach in the moment halt. Und das ist so eine wertvolle Show, weil meistens habe ich mit TV Probleme. Also ich mag TV nicht, weil man wird immer in so, wie soll ich sagen, in Bedingungen reingezwungen, die man nicht unbedingt, wo man nicht wirklich Lust drauf hat. Zum Beispiel Vollplayback singen oder, keine Ahnung, von da nach da gehen mit dem und dem Licht. Und du denkst, ey, das sieht scheiße aus, was macht ihr für Quatsch? Aber hier siehst du mega aus, du klingst toll, du kannst live singen, ist alles live, ist eine Live-Band und du bist nur mit Kollegen, da ist kein Moderator, der irgendwelche komischen Fragen stellt. Wiedergeburt. Jetzt fühle ich mich doch wie auf dem Sofa. Ja. Oder waren meine Fragen unangenehm? Ein bisschen schon. Nein. Und das von der Wiedergeburt. Okay, sorry. Du hast aber Kärtchen, die auf dich warten. Du musst jetzt eine Struktur folgen. Wir hatten übrigens nachher in der Sendung sogar ein eigenes Codewort dafür, wenn Paddy sich verplappert hat und irgendwas was gesagt hat, was er nicht hätte sagen sollen. Da gab es ein Codewort für, dass wir sagten, Paddy, ah. Und dann hatten wir dieses Codewort. Was ist das Codewort? Ja, aufgrund natürlich der Sprachschwierigkeiten. Ja, und so. Wie ist das Codewort? Das war... Und wieso verlierst du das nicht? Das einiges dann kann ich das auch sagen, wenn noch mal so ein Spruch kommt. Das, ja. Vielleicht noch ganz kurz, ihr habt ja auch Ausflüge gemacht und so könnt ihr irgendwie sagen,